Die French Press ist eine meiner Lieblingszubereitungsmethoden und du kannst hier auf einfache Weise einen super leckeren, sehr reproduzierbaren Kaffee zubereiten. Egal ob du nur eine Tasse auf einmal oder gleich einen ganzen Liter zubereiten möchtest, das Rezept kannst du einfach skalieren. Das Ergebnis wird top, wir zeigen dir, wie es geht und los geht's! Das Getränk von der French Press, das ist ein Filterkaffee und wie gesagt, einer meiner Lieblingskaffees. Wir haben hier einfach einen Glasbehälter, einen Stempel mit einem grobmaschigen Sieb. Durch das Sieb selber gibt es recht viel Körper und Stärke im Getränk. Bisschen mehr, als wir uns von Filterkaffee gewohnt sind. Und wir können auch wirklich in einem einfachen Rezept gleich für eine ganze Bande Kaffee zubereiten. Es geht nicht mit jeder Zubereitungsmethode, weshalb ich das vor allem dann mache, wenn ich viele Leute gleichzeitig mit Koffein fluten muss. Was du dazu brauchst, ist einmal eine Pressstempelkanne. Die gibt es in verschiedenen Größen, verschiedenen Formen, meist rund mit einem Metallsieb, gibt es auch in einem Kunststofffiltersieb. Dann natürlich eine Mühle, Löffel, Cup zum Abwiegen, eine Waage, auch wieder super wichtig mit Stoppuhr. Wir nutzen heute einen Kettle, also einen Wasserkocher mit einer Digitalanzeige, das heißt, wir können die Wassertemperatur steuern. Du kannst auch kochendes Wasser nehmen. Und frische Bohnen, mittlerer oder heller Röstgrad, schmeckt uns am besten. Die French Press selbst ist eine Zubereitungsmethode, da brauchen wir so 3 bis 4 Minuten. Das heißt, es ist eine lange Extraktion. Dazu brauchen wir auch wieder ein gröberes Pulver, einen gröberen Mahlgrad. Und wie gesagt, hellere, mittlere Bohnen, ein bisschen mehr Säure, weil wir lange extrahieren. Das passt dann wieder in sich gut zusammen. Einfach damit das Ergebnis in der Tasse auch wieder rund und harmonisch wird. Dann geht's zur Zubereitung. Als erstes heizen wir unser Wasser vor. Heute für unser Rezept nehmen wir 92 Grad. Lassen das kurz aufkochen und gehen dann an die Portionierung. Das Rezept selbst super einfach. Wir nehmen einfach 6 Gramm Kaffeepulver oder Kaffeebohnen und das kombinieren wir mit 100 Gramm Wasser. Wenn wir es gerne ein bisschen stärker haben, nehmen wir vielleicht 7, vielleicht auch 8 Gramm und so können wir wirklich die Stärke vom Kaffee, vom Zielgetränk ein bisschen einstellen, bis uns das Ergebnis perfekt schmeckt. Also, dann bereiten wir jetzt mit der kleinen French Press einmal Kaffee zu. Hier haben etwa 300 Gramm Platz. 6 mal 3, das gibt 18. Die wiegen wir als erstes einmal ab. Wir mahlen jetzt den Kaffee auf so einem mittleren oder groben Mahlgrad. Ist immer schwierig zu kommunizieren. Aber wichtig, wir schauen am Ende, wie das Ganze schmeckt. Und ich gebe euch dann noch ein paar Tipps, wie wir den Mahlgrad richtig einstellen können, damit das Ergebnis dann am Schluss in der Tasse gut schmeckt. So, dann stellen wir jetzt unsere French Press ohne Deckel einmal auf die Waage. Tarieren das Ganze. Und jetzt wichtig, wir könnten die jetzt vorheizen, einmal mit heißem Wasser wieder ausspülen. Kann man machen. Wir machen es heute ein bisschen einfacher. Wir lassen sie kalt. Wichtig hier, macht es einfach immer gleich, damit ihr am Ende nur noch eine Variable habt, nämlich euer Mahlgrad. Und da können wir so das Ergebnis in der Tasse entsprechend einstellen. Ich gebe meine 18 Gramm Pulver dazu. Rühre hier einmal kurz um, schüttel das Kaffeebett einmal flach, tarieren das Ganze und jetzt gießen wir wirklich Wasser, starten gleichzeitig die Stoppuhr und jetzt gießen wir einmal in einem Guss auf, bis wir bei den 300 Gramm Wasser sind. Ich schaue hier darauf, dass einmal das ganze Kaffeebett sicher nass wird. Stoppe bei 300. Und warten jetzt einfach
4 Minuten, bis das Ganze gebrüht ist. So, die 4 Minuten sind um. Wir schnappen uns einmal den Löffel und brechen oben die Kruste. Es bildet sich da so einmal einen Schaum, eine Kruste. Die würde unseren Filter verstopfen. Die löffeln wir einmal ab. Und jetzt bildet sich auch gleichzeitig so ein Sediment. Das heißt, Kaffeepulver fällt da auf den Boden, setzt sich unten in der French Press ab. So. Und jetzt können wir einmal den Deckel aufsetzen und das Ganze einmal weg von der Waage stellen. Jetzt warten wir noch mal ein bisschen, bis wir bei 5 Minuten sind und dann geht's weiter. Die 5 Minuten sind um und jetzt drücken wir langsam und sachte unseren Stempel nach unten, nicht zu fest. Aber jetzt sollten wir eigentlich fast keinen Widerstand mehr spüren. Das ganze Kaffeepulver ist unten in der French Press. Und jetzt sind wir eigentlich durch. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder gießen wir den so direkt in die Tassen. Wir haben dann meistens noch so ein bisschen den Resten in der French Press. Was ich jeweils mache, ich lasse den Resten nicht drin, damit der nicht weiter extrahieren kann, sondern ich gieße den einmal um. Das heißt, die Extraktion wird auch ganz sicher gestoppt. Und ein weiterer Vorteil, der Kaffee wird einmal gut durchgerührt. Das heißt, wir haben den einmal untergemischt, Extraktion ist gestoppt und jetzt können wir uns Zeit lassen und unser Ergebnis probieren. Der Moment der Wahrheit, einmal die Geschmacksprobe. Der ist schon ziemlich gut. Wenn er wirklich wässrig und flach ist, kannst du jetzt den Mahlgrad ein bisschen feiner stellen. Er wird dann ein bisschen vollmundiger, ein bisschen stärker und er wird dann auch immer mehr bitter. Das kannst du so lange machen, bis er für dich die richtige Intensität hat und genügend Bitterstoffe. Dann hast du deinen Mahlgrad gefunden. Wenn er aber schon bitter und ziemlich harsch ist, kannst du versuchen, beim nächsten Mal einfach ein bisschen gröber zu mahlen und dann sollte er ein bisschen ausgewogener, süßer, runder und auch ein bisschen angenehmer zum Trinken werden. Wenn du die Stärke jetzt erhöhen möchtest, das heißt, wenn er dir so ein bisschen zu fein ist, Stärke erhöhen, das machst du mit der Pulvermenge. Anstatt 6 Gramm wie heute im Rezept, nimmst du vielleicht 7 oder sogar 8 Gramm und kannst so deine Stärke vom Getränk entsprechend einstellen. Weitere Infos und eine Zusammenfassung zur French Press Zubereitung findest du auf unserer Seite. Den Link dazu habe ich dir unten in die Beschreibung gemacht. Und das Rezept und die Technik ist eigentlich die gleiche, wie wir beim Cupping nehmen, also bei der Degustation von Mustern, von Samples, beim Rösten oder vom Rohkaffee. Ist eigentlich die gleiche Technik und die ursprünglichste Form, wie man wahrscheinlich Kaffee zubereiten kann. Dann zu French Press selbst noch ein Hinweis. Er eignet sich ebenfalls super, um Cold Brew zuzubereiten. Das heißt, du musst nicht extra eine Cold Brew Flasche oder einen Brüher kaufen. Auch eine French Press macht da einen super Job. Geht ebenfalls gut. Du kannst Kaffee und Wasser im richtigen Verhältnis mischen, 12 Stunden in den Kühlschrank stellen und hast alles, was du brauchst für Top Cold Brew zu Hause. Wenn es aber mal eng wird und Not am Mann ist, du aber keine Ausrüstung zur Hand hast, wir nehmen das Rezept von der French Press auch und brühen so Kaffee auch in der Pfanne. Also wenn du einfach 1 Liter Wasser, richtige Pulvermenge in die Pfanne, die richtige Zeit warten, einmal 7 und auch dann kannst du ein Top-Ergebnis machen, ohne dass du irgendwie Ausrüstung mit dir rumtragen musst. Haben dir die Tipps was gebracht? Hast du vielleicht noch Fragen? Konntest du deine French Press Zubereitung verbessern? Schreib uns dazu gerne einen Kommentar und dann sehen wir uns im nächsten Video.